Oh Gott. Die blaue Version von euch kenne ich nicht. Die weiße kenne ich, weil die ist einfach nur nervig und scheiße. Ich denke mal, ihr seid dann noch nerviger. Okay, ihr explodiert einfach im Blut. Okay. Das ist nicht schön. Und Geld. Geld regiert die Welt. I. Ich muss ganz schön auf die sagen, dieses Spiel. Was zur Hölle seid ihr? Geh mal weg. So. Ah, aus euch kommen die raus. Das ist ja nett. So. Dann du noch. Du spuckst euch solche Viecher aus. Das ist ja... Hörst du mal auf? Das ist nicht nett von dir. Endlich. Ah, toll. Du gehst auch noch weg. Und dann habe ich den Raum auch endlich geschafft. Ich weiß nicht, was diese schwarze Kacke macht. Und warum sie schwarz ist, aber ich habe sie mal kaputt gemacht, weil ich dachte, da hätte ja was drin sein können. War aber nicht so. Okay. Ich glaube, wenn du stirbst, dann explodierst du auch. In einer grünen... Mehr oder weniger. Nee, doch nicht. Ich habe mich gehört. Du warst ein anderer Gegner. Das ganze TNT muss ich auch in die Luft jagen. Ist wichtig. Aus Gründen. Weil das macht Bumm. Und wenn es Bumm macht, ist gut. Ich glaube, die Tür ist zu, weil ich volles Leben habe. Das ist ein Boss-Raum. Also ein 100 Bosse hintereinander Raum gefüllt. Wenn ich mich recht entsinne, könnte dies der Fall sein. Ja, ja, ja. Also, ich komme ziemlich weit von meinem ersten Run übrigens. Das finde ich ziemlich gut. Oh, oh. Ach so. Das ist nicht nett. Spinnen! Ah, die bleibt stehen, dann ist ja nett. Meine Güte. Kann mal einer von euch explodieren? Nö. Ah, jetzt. So. Nur noch zwei. Und nur noch du. Sehr schön. Was auch immer du bist. Sticky Bomb Shot. Okay. Achso, ich werfe, wenn ich Bombe benutze, werfe ich die und wenn die einen Gegner trifft, dann bleibt die an dem hängen. Oder wie? Kann ich das so verstehen? Ich habe nur zwei Schlüsse, mache ich das mal nicht auf. Oh oh. Ich möchte es aber nicht auf. Oh. Nee, das ist gemeint. Ab und zu werfe ich einfach eine Bombe. Und die macht dann Bumm nach einer Weile. Bumm. Machst du mal dich dein Dings auf, damit ich dich treffen kann? Dankeschön. Mach doch mal auf. So, danke. Perfekt. 6 Münzen lohnt sich der Shop noch nicht. Aber das finde ich cool, was ich gerade habe. Du bist auch neu. Und was auch immer du bist, ich mag dich überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, ob diese Sticky Bomben gut waren, weil wenn ich dann einen treffe, kann es sein, dass das nichts bringt, weil das halt nicht explodiert. Bumm. So. Ja, aber gegen die meisten Gegner sollte es doch relativ gut sein. Weil natürlich kommen jetzt nur Gegner, gegen die es nicht gut ist. Spinnen! So. Jetzt noch du. Und dann habe ich dich, habe ich den Raum auch. Aber ich habe schon wieder ziemlich wenig Leben, was mir gar nicht gefällt. Hm. Ich gehe ja noch mal rein. Oh, Boss. Yay! Gegen Greed. Also gegen Geiz. Oder gegen Gier, nicht Geiz, Gier. Und das hat ziemlich viel Knete gegeben, meine Güte. Alles meins. Nicht, dass es mir sonderlich viel bringen würde, aber ich kann jetzt auch mal nach einem Geheimraum suchen, weil ich so viele Bomben habe. Und ich mach das auch noch aufkommen. Was bist du? Damage up. Das ist gut. Bombe. Nein. Okay, hier kann ich es nicht machen. Wo könnte der Raum noch sein? Hm, da links gucke ich nochmal. Wenn es da nicht ist, dann habe ich halt... Dann ist das, habe ich halt nicht gefunden. Was soll's? Dann ist es halt so. Okay, vielleicht hätte ich es von der anderen Seite aus machen sollen, aber naja, egal. Und... Haha.
Toll. Soll ich zwei Bomben benutzen, um zu drei Bomben zu kommen? Das ist ja super. Ist ja ein blauer Stein, oder ein markierter Stein, soll ich mal drauf achten. Habe ich schon wieder gar nicht. Aber ich habe Damage ab und vielleicht habe ich ja jetzt eine Chance gegen den Boss. Vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht, ich bin überfordert von diesem Spiel. Das könnte ich auch mal ausmachen, fällt mir gerade auf. So, jetzt aber. Auf zum Sterben! Mega Fetti, ich hasse diesen Boss. Jetzt habe ich zwei... Hilfe! Aber so schlimm scheint er doch nicht zu sein, weil der ist fast tot. Aber es könnte auch an den Bomben liegen. Wahrscheinlich ist es an den Bomben. Und tschüss. Your little chubby has appeared in the basement. A snack, HP up. Das war Hundekuchen. Lecker. Dann weiter. Nur noch zwei Ebenen komme ich. Vielleicht schaffe ich ja im ersten Part Mom. Das wäre was, wa? Im ersten Part gleich zum Endboss kommen. Also zum Endboss in Anführungsstrichen. Danach geht es natürlich viel weiter, aber... Wer weiß das schon? Ich werde fast direkt reingerannt. Ich bin voll gut. Bumm. Ha! Ich habe sogar noch eine Spinne vom Bosskampf über. Habe ich über den Boss eingesetzt? Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Die gefallen mir gar nicht, die Typen. Die muss nämlich, nachdem sie gestorben sind, quasi nochmal töten, damit sie nicht wiederkommen. Genau so. Und dann ist hier nicht mal was. Das ist ja toll. Also wenn ich jetzt einen Job finde, lohnt es sich auf jeden Fall, den zu besuchen. Schon allein einfach, weil ich hier, ne? Weil ich so viel Münzen habe. Mach mal bumm. Und dann bist du tot. Ha! Den muss ich eigentlich nur mit einer Bombe treffen, egal von welcher, dann ist er auch tot. Oder ich treffe ihn einfach normal auf genug. Das geht natürlich auch. Ne. Ne, da kämpfe ich nicht für vier verschlossene Truhen. Einfach weil ich nicht genug habe, um die alle zu öffnen. Stirbt. Stirbt. Ich, guter Deutsch, stirbt. Bombe. Ich habe schon 10 Stück, ist auch nicht schlecht. Kann ich mich ganz schön überall durchspringen. Oh Gott, du bist eigentlich ein Mini-Boss. Du bist eigentlich ein Boss. Aber jetzt kommst du einfach als normaler Gegner. Spinnen! Okay, das war's mit dir. Okay, das ist auch neu. Normalerweise kamen aus dir nicht solche Viecher raus. Das finde ich nicht gut. Werde ich meinen letzten Schlüssel gleich hier links opfern. Eine Pille, was machst du? Bombs are keys. Oh! Stimme ist auch neu. Okay. Jetzt habe ich 10 Schlüssel und eine Bombe. Was zur Hölle ist das? Short Range Mega Tears. Alles klar, ich mach mal das hier alles weg. Das ist cool. Das heißt, wenn ich ganz nah an Gegnern dran bin, dann mache ich mega Schaden, weil je weiter ich weg bin, desto weniger Schaden macht. Das ist gut. Oh Gott, das muss Bumm machen. Ja, das hat Bumm gemacht. Das ist ein großer Raum. Aber die Gegner sind eigentlich nicht weiter schlimm. Naja, vielleicht doch. Ah, oh. Ihr seid zwar lahm wie Scheiße, aber trotzdem seid ihr irgendwie kacke. Bumm. Haha. Hm. Ja, okay, das wird doch kein größeres Problem mehr. Und nur noch du. Es sei denn, ich bin blind. Bumm. Yay, halbes Leben. Hier ist doch bestimmt mal ein markierter Stein, oder? Wahrscheinlich ist er ja nur, ich sehe ihn einfach nicht. Nö. Okay. Weiß nicht, ob ich hier lang will, aber anscheinend möchte ich das. Ah. Was zur Hölle. Okay, ach hier ist das Pfeil, was schießen kann, sehe ich gerade. Ah, verdammt, zu spät gesehen. Und eine Trollbombe, das ist ja toll. Das ist ja toll. Okay. I.
Was soll ist das schon wieder? Und was bist du? Schlüssel und... Two of Spades, alte Multiplayer. Ich weiß nicht, ob es der Schlüssel oder die Bomben verdoppelt. Eins von beiden. Eins von beiden. Definitiv. Ich weiß nicht, was das hier ist, was 15 kostet, wenn ich ehrlich bin. Aber das 15 kostet, nehme ich mal. Pay to play. Hä? Ach, ich kann da Münzen reinmachen. Ja, dann, ja, dann habe ich das richtig gut verschwendet. Aber man kann hier übrigens Geld reinmachen. Das mal, okay. Man kann da ganz, normalerweise kann man da mehr Geld reinmachen. Und ich nutze es einfach mal. Und... Okay, ich habe jetzt doppelte Anzahl von... Ich werde nie mehr Schlüssel aus Schlüsseln rausrennen. Was wollte ich sagen? Irgendwie... Ah, da ist der Boss. Ah, Hilfe. Nochmal zurück. Habe ich alles gemacht? Nee, da ist noch ein Raum. Toll. Ja, den werden wir natürlich auch noch machen. Lalala. Wir haben ja alle Zeit der Welt, ne? Ich glaube, das mit dem einen Run pro Part, das kann ich doch vielleicht doch machen. Oder ist es vielleicht sogar zu lang für einen Part, weil ich möchte kein 30 Minuten wieder hochladen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber so ist es nun mal. Kann ich eigentlich... Ich habe nur eine Bombe, das möchte ich nicht machen. Du, eher hier nach Dingen suchen. Nach Geheimräumen. Wenn ich mehr Bomben hätte, definitiv. Oh, oh. Das ist auch ein Mini-Boss. Das ist auch eigentlich ein Boss, nur hat er mehr Teile. Okay, kann ich einen Schlüssel reinmachen? Mache ich auch, weil ich habe ja nur 50.000. Welches mit jetzt? Bam! Haha! Oh, noch einer. Hab ja nicht genug. Oh, Geld! Knete! Ich hätte das halbe Herz nehmen sollen, das war schlecht. Hilfe! Das waren gar nicht viele Bomben. Okay. Oh oh, hier sind ganz schön viele Fliegen und die Bomben sind ganz schön groß. Wie kann es überhaupt an der Fliege hängen bleiben, wenn das so groß ist? Diese Logik, die kommt nicht in meinen Kopf. Okay, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier lang zu gehen, aber naja. Ich glaube, ich nehme doch das, was ich für 15 Münzen gekauft habe, wieder mit. Einfach um zu sehen, es wird ja wohl Schaden machen, weil ich nicht weiß, was es sonst machen sollte. Es kam kein Item oder so raus, wenn ich Münzen reingesteckt habe, deswegen nehme ich es einfach mal für den Boss mit und benutze es da ein, zweimal oder so. Magic Fingers, pay to play. Wow. Ja, so, durch. Und der Boss ist The Fallen. Was auch immer du... I, nicht I. Wow, okay, das macht Schaden. Haha, haha, haha. Okay, gut, vielleicht behalte ich es doch. Ist gar nicht mal so schlecht. Okay, der macht ganz schön böse Attacken. Aber ist gleich tot. Ja. Sin up. Okay, ich habe drei böse Herzen. Ich glaube, wenn die leer gehen, dann mache ich einfach nur... Also wenn ich diesen dunkles Herz verliere, mache ich einfach im ganzen Raum Schaden an Gegnern. Okay, letzte Ebene. Komm, Mann, wir kriegen das hin. Ich dachte schon, irgendwie der Boss direkt. Aber nein, das ist nur ein Boss-Kampfraum. Oh, oh. Was ist das? Ui. Das ist nicht nett. Ich muss darauf warten, dass es noch einmal runterfällt. Und dann kann ich das töten. Und da kommen da Fliegen raus. Spinnen. Fliegen und Spinnen kommen in diesem Spiel sehr häufig vor. Ich werde die häufiger verwechseln, habe ich das Gefühl. Okay, mach einfach Bumm. Tschüss. Und Seelenherz ist gut. Oh. Hier wieder dieser Mini-Boss, in Anführungsstrichen. Ich möchte keine Bomben manchmal schießen, sondern normale, damit die einfach sterben, die Gegner. Das ist sehr hilfreich manchmal. Aua. Nein, geh weg. Geht weg. Ich mag euch nicht. Ja, geht zu deinen Freunden, damit die auch explodieren. Oh, schade, wenn die explodieren nicht. Das ist ja ungünstig. Das wusste ich auch nicht, verdammt. Münze. Münze ist gar nicht so schlecht mit dem Item.
Wow. Hier brauche ich zwei Schlüssel, um durchzukommen. Das kann ich auch einfach machen, weil ich habe mir jetzt genug. Und das ist Laserwing Tears. Okay. Kann ich nur noch rechts machen? Nee, kann ich nach oben machen? Ja, kann ich. Das ist... Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hm. Okay. Ich glaube, hier kann man die Ebene rerollen, wenn man hier lang genug stehen bleibt. Kann das sein? Kann das sein? Oder irre ich mich da jetzt? Fragt mich nicht, ob das richtig ist. Ich möchte es aber nicht machen eigentlich. Aua. Das war dumm. Aber ich kann ihm Geld geben, mach ich mal. Ich habe nicht darauf geachtet, dass da Stacheln sind und bin einfach losgerannt. Hundefutter. Toll. HP ab. Yay. Ha! Hab den Trick geschafft, da durch die Ecke durchzugehen, ohne Schaden zu nehmen. Ich bin gut. Ja. Das ist auch nicht nett. Lauf! Ja, wie soll ich da bitte durchkommen? Sehr lustig. Mano. Oh, oh. Okay, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, weil es läuft ja doch eine ganz schön weite Strecke eigentlich. Okay. Das sind meine schwarzen Herzen weg, aber ich habe alles getötet. Das ist auch nicht schlecht. Die Ebene ist ganz schön groß. Und fliegen. Das war auch nicht schlecht. Challenge up. Was? Ich möchte aber nicht, dass es schwerer wird. Challenge up. Oh oh. Ey, das ist richtig gut. Casino. Yay. Ja dann. Ja, wenn ich sonst nichts zu tun habe, hier kann ich ja Geld reinstecken. Obwohl, mit meinem Item wäre es vielleicht gar nicht so gut, mehr so gut, Münzen zu behalten. Auch wenn sie keine zwei Bomben wert sind, aber wie in diesem Raum. Ha, das Item ist wirklich gar nicht mal so übel. Muss ich schon sagen. Das ist richtig cool sogar. Was machst du? Luck up. Dankeschön. Lieber Sprecher. Du musst es jetzt zwar nicht unbedingt sagen, aber trotzdem danke dafür. Oh, oh. Du schon wieder. Hm. Noch eine Bombe, noch ein Schlüssel, weil warum nicht? Ein Sparschwein. Für 15, aber so viel Geld habe ich nicht. Ne, ich möchte davon nichts. Ich sag mal, ich möchte davon nichts. Wahrscheinlich will ich das mega bereuen. Oh oh. Alter. Was eine dumme Kuh. Da hat mich die Mutter einfach geschnappt mit der Hand und dann wegkatapultiert. Okay, in dem Raum war ich auch noch nicht, aber hier ist nichts. Also nicht wirklich was. Ja, dann gehe ich da nochmal hin. Was soll ich machen? Ich habe den Boss doch gar nicht gefunden, oder? Nö. Ich muss da lang. Wahahaha. Geh mal weg. Alter, kommen ja mehrere. Ja, das kann ich doch nicht wissen. Gib mir mal ins Herz. Goddammit. Ja, ich komme da schon irgendwie durch. Und warum gehe ich jetzt eigentlich schon wieder hier oben lang? Weil es kürzer ist vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Warum schickt mich die Mutter eigentlich immer dahin hin und nicht hier hin? Muhahaha. Kommen mir wenigstens nur zwei und keine drei. Immerhin. So, jetzt mach die nochmal auf. Danke, und jetzt mach du nochmal auf. Dankeschön, ich kriege die Karte. The Moon. May you find all you have lost. Hm, ich weiß nicht, was das macht, leider. Ich werde es aber mal einsetzen, deswegen. I, nicht I, sondern... Hey, warum hat mich das getroffen? Geh mal weg. Du machst... Retro Vision. Retro Vision, das ist auch neu. Und du machst... The Moon. Du bringst mich zum Geheimraum. Oder sowas. Scheint so.
Ja, der hat mich zum Geheimraum gebracht, wo nichts drin war. Toll. Und ich sehe dann auf der Karte, dass hier noch irgendwo ein Herz ist. In dieser Ebene da, das nehme ich direkt mit. So, und da oben ist noch eins, nehme ich natürlich auch mit. Weil jetzt habe ich ab und an tatsächlich einfach nur diese Wet Vision, das ist nicht schön. Ich werde nie herausfinden, ob es nur für diese Ebene ist oder insgesamt, einfach weil das die letzte Ebene ist. Für diesen Run, definitiv. Und hier. Hallo, Mom. Und die Schrift ist rot, das ist auch neu. Ich schwebe. Und ich mache viel Schaden. Alter, mache ich viel Schaden. Ha. Ich nutze einfach mein Item. Die ist fast tot. Ich glaube, ich habe es geschafft. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do it. Wie viele Achievements ich kriege. My lord, I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Yay! Oh. Das ist nicht gut. Ja, das war The Binding of Isaac Afterbirth. Vielen Dank fürs Zusehen von diesem langen Let's Play, natürlich nicht. Okay. Ja. Ich habe im ersten Mal einen Mom besiegt, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber es hat funktioniert und das sieht falsch aus in der Mitte da unten, aber egal. Und ich habe 6 Achievements bekommen für keine Ahnung was. Und ja. Gucken wir uns noch kurz die Dingens an hier, die Credits. Einmal komplett. Ich weiß nicht, ob man die später überspringen kann, ehrlich gesagt. Aber naja. Ja. Muss mal gucken, wie lange das jetzt war. Vielleicht habe ich direkt 2 Parts jetzt. Kann sein, ich weiß es nicht. You unlock the womb. Challenge 20, Purist. Challenge 21, Challenge 22, 25, 28 und 29. Und 30 auch, ja, 30 auch. You unlock the harbingers. A cube of meat has appeared in the basement. Alles klar, was auch immer. Okay. Wie viele Sachen habe ich jetzt gefunden? 16 Items schon. Hm. Alles klar. Was auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.